Spielfortschritt bis zu diesem Punkt speichern. Ja, und wir machen auch direkt weiter. Ich glaube, wir kriegen das heute noch fertig, Leute. Und das ist meine Ambition für heute. Also, wir speichern wieder alle zusammen. Hier klicken auf Ja, wir speichern und weiter geht's. Meine Stimme hält auch noch gerade so durch. 25. Februar, 12:06 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Tut mir leid, Edgeworth. Ich wollte Sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Machen Sie sich keine Sorgen. Das ist mein Problem, nicht Ihres. Ich hoffe, ich störe nicht, Jungs. Ein bisschen schon. Oh, anscheinend doch. Ich komme später wieder. Oh, Inspektor Gamschuhe, was gibt's? Sie haben vielleicht Nerven, Junge, einen Inspektor im Dienst so rumzuscheuchen. Und dann bestellen Sie mich auch noch her. Was sind denn das für Grabesminen? Haben wir das nicht schon mal irgendwo gehört? Ich denke, es ist Lana, für die Sie Aufträge erledigen. Ich sag's Ihnen, das war das letzte Mal, Junge. Hier, sie bat mich, Ihnen das zu geben, falls der Prozess heute unterbrochen wird. Beweisrecht? Edgeworth sprach erst neulich davon. Sie sollten die zwei Regeln des Beweisrechts kennen. Regel Nummer 1: Kein Beweis soll ohne Genehmigung der Polizei vorgelegt werden. Stimmt das, Herr Wright? Sieht so aus. Wirklich, Sie hätten das Beweisrecht besser studieren sollen. Die Generalstaatsanwältin möchte, dass ich Ihnen eine Nachricht überbringe. Eine Nachricht? Sie sagte, wenn Sie es mit ihm aufnehmen wollen, brauchen Sie dieses Buch. Ihm. Ich glaube, ich sollte das Buch genau durchlesen. Beweisrecht sicher in der Tasche verstaut. Ich glaube allerdings nicht, dass Ihnen das Buch jetzt etwas nützen wird. Das werden wir jetzt sehen. Von Frau Sky erklärt die Regeln des Beweisrechts. Drücken Sie Prüfen für Details. Regeln für die Beweisführung. Regel Nummer 1: Es darf kein Beweismaterial vorgelegt werden, das nicht von der Polizei genehmigt wurde. Und Regel Nummer 2: Nicht registriertes Beweismaterial muss für die Verhandlung relevant sein. Okay. Alles, was jetzt noch bleibt, ist die Verurteilung der Generalstaatsanwältin. Da liegen Sie aber falsch, Inspektor. Hä? Haben Sie es immer noch nicht verstanden? Warum ich immer noch im Stuhl des Staatsanwalts sitze? Trotz aller Anschuldigungen, die mir in den Kopf geworfen wurden? Herr Edgeworth! Der eigentliche Prozess hat noch gar nicht begonnen. Was? Aber was können wir noch tun? Ihre Glaubwürdigkeit ist dahin, wegen falscher Beweise, von denen Sie nichts wussten. Emma Sky fand heraus, dass sie unabsichtlich einen Mann getötet hatte. Und jetzt erzählen Sie mir, Sie wollen noch mehr? Sie wollen mich wohl veräppeln, Junge! Sie haben nicht verstanden, Inspektor. Lana hat Inspektor Goodman nicht umgebracht. Sie hat nur ein Messer in die Leiche gestoßen. Das heißt, der wirkliche Mörder läuft noch rum. Was? Und wir werden ihn entlarven. Egal, was es kostet. Dieser Fall hat zu viele Menschen verletzt. Er muss beendet werden. Stimme zu. Kurzen Schluck trinken. Der Gamschu hat mir wieder ein bisschen auf die Stimmbänder geschlagen. 25. Februar, 12:52 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 9. Oh, es geht weiter, es ist voll spannend hier. Das Gericht versammelt sich erneut zur Verhandlung des Falls Lana Sky. Herr Edgeworth. Ja, euer Ehren? Der Anhörungsausschuss wird eine harte Strafe für ihr Vergehen verhängen. Vielen Dank für diese Information, euer Ehren. Ja, nun. Normalerweise ruft die Anklage jetzt seinen Zeugen auf. Aber, es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Sehen Sie, es wird angenommen, dass Herr Edgeworth vielleicht eine, Abmachung getroffen hat. Sie denken also, ich könnte die Zeugen beeinflusst haben. Das habe ich nicht gesagt. Es ist nur, verstehen Sie, die Gerüchteküche brodelt und... Nun gut, euer Ehren. Ich habe eine Lösung. Eine Lösung? Wenn dem so ist, erteilt die Anklage der Verteidigung die Erlaubnis, weitere Zeugen aufzurufen. Wie bitte? Aber das hat es ja noch nie gegeben. Es ist unbestreitbar eine ungewöhnliche Regelung, aber eine sehr effektive. Das würde beweisen, dass ich keine Abmachungen mit Zeugen getroffen habe. Nun, Herr Wright, was sagen Sie dazu? Unglaublich. Edgeworth hat einen Weg gefunden, den Prozess fortzusetzen. Sehr gut. Die Verteidigung nimmt das Angebot der Anklage an.
Dann sei es so. Die Verteidigung möge nun den nächsten Zeugen aufrufen. Herr Wright. Mhm. Wissen Sie, dass das Ihre letzte Chance ist? Wenn Sie den falschen Zeugen aufrufen, ist der Prozess so gut wie vorbei. Die Verteidigung ruft, Zeit ist reif für den wirklichen Mörder. Ja. Damon Gant. Die Verteidigung ruft Damon Gant in den Zeugenstand. Damon Gant! Was hat er mit all dem zu tun? Als Partner der Angeklagten vor 2 Jahren weiß Herr Gant aus erster Hand über das Verbrechen Bescheid. Ich denke, wir sollten uns anhören, was er darüber zu sagen hat. Hm! Was für ein Glück, dass er noch im Gericht ist. Es ist außerdem sehr unwahrscheinlich, dass ich ihn manipuliert haben könnte. Stimmen Sie dem zu, Euer Ehren? Das ist wahr. Nun gut, Gerichtsdiener, bringen Sie bitte Herr Gant in den Zeugenstand. Der Wahnsinn, da ist er. Zeuge, bitte nennen Sie Ihren Namen und Beruf. Was soll das? Ist das ein Scherz? Ich wollte gerade essen gehen. Ihren Namen und Beruf, bitte. Worthy. Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Ihren Namen und Beruf. Also, Sie wollen es auf die harte Tour, ja? Bitte, Herr Gant. Gut. Mein Name ist Damon Gant. Ich bin der derzeitige Polizeichef. Gut, Polizeichef Gant. Das Gericht würde gerne Ihre Aussage hören. Oh, righto. Was soll jetzt dieses grimmige Gesicht? Lassen Sie uns erst den Fall SL9 aufklären. Oh, Sie meinen, als Lanas Schwester diesen Staatsanwalt umbrachte? Persönlich glaube ich, dass das doch schon alles klar ist. Es gibt immer noch einige Ungereimtheiten. Oh, welche zum Beispiel? Zum Beispiel die Rolle, die Sie dabei gespielt haben. Mein Sohn. Entweder sind Sie sehr mutig oder sehr unklug. Ist Ihnen klar, dass ein Polizeichef alle möglichen Waffen zur Verfügung hat? Waffen? Sicher, meine Aussage zum Beispiel. Ich muss sie nicht machen, wenn ich nicht möchte. Was? Stimmt das? Ich befürchte ja. Der Polizeichef hat das Recht, die Aussage zu verweigern. Natürlich ist so etwas mit gewissen Risiken verbunden. Keine Angst, ich bin nicht hier, um Ihren Prozess zu behindern. Aber vergessen Sie nicht. Wenn sich das als eine große Zeitverschwendung herausstellt, habe ich Sie gewarnt. Nun gut, der Zeuge möge mit seiner Aussage beginnen. Der Fall SL9, Zeugenaussage. Wenn ich mich recht entsinne, verhörten Neil und ich ihn an jenem Tag. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machten einen Fehler. Der Stromausfall half auch nicht. Als ich in mein Büro ging, fand ich dort Lana vor. Offensichtlich hatte sie den Tatort schon vorbereitet. Wie Sie sehen können, hatte ich mit dem Fälschen nichts zu tun. Entschuldigung, kurzen Schluck trinken. Hm, war das, als Dark festgenommen wurde? Er lag am Boden, bewusstlos. Als Neil von Emma geschubst wurde, muss sich Dark den Kopf angeschlagen haben. Ich verstehe. Das sieht alles ziemlich eindeutig aus. Wenn der Polizeichef das Recht hat, die Aussage zu verweigern, dann schlage ich besser schnell und hart zu. Der Fall SL9. Kreuzverhör. Führt Neil und ich ihn an jedem Tag. Ich glaube, an jenem Tag fand im Polizeirevier eine Feier statt. Ja, das stimmt. Ich bin ein wirkliches Arbeitstier. Nachdem Neil die Trophäe gewonnen hatte, war er auch ganz heiß darauf. Das hat Dark wahrscheinlich Angst gemacht und so ist er abgehauen. War die Angeklagte Lana Sky auch anwesend? Ich weiß nicht mehr genau. Zumindest war sie nicht da, als Dark weglief. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machten einen Fehler. Der Stromausfall half auch nicht. Also liefen sie beide hinter ihm her, richtig? Das ist richtig, aber Dark war zuerst am Fahrstuhl. Deshalb trennten wir uns, Neil und ich. Er lief hinauf und ich hinunter. Ich denke, man könnte sagen, er hatte Glück. Wie war das mit dem Stromausfall?
Oh, das... Der Fahrstuhl hebt plötzlich an und ich hatte den Schock meines Lebens. Nun, wahrscheinlich nicht ganz so sehr wie Neil, als ich ihm das Messer ins Herz bohrte. Das ist nicht lustig. Als ich in mein Büro ging, fand ich dort Lana vor. Können Sie uns schildern, was Sie sahen? Es war ein schockierender Anblick. Neil und der Serienmörder lagen ineinander verschlungen auf dem Boden. Dark lag auch auf dem Boden? Ja, wahrscheinlich hat er sich den Kopf angeschlagen und war bewusstlos. Daneben waren die beiden armen Mädchen. Lana und Emma. Lana hielt Emma im Arm. Wenn ich jetzt zurückdenke, sie muss schon gewusst haben, was ihre Schwester getan hat. Offensichtlich hatte sie den Tatort schon vorbereitet. Woher wissen Sie das? Wegen der Leiche des Opfers. Sie war schon bewegt worden. Also heißt das... Sie fanden die Leiche neben Lanas Schreibtisch? Das ist richtig. Ich dachte, Sie sagten vorher, es wäre meine Rüstung gewesen, die den Staatsanwalt wirklich ermordete. Ja. Wie dem auch sei. Wie Sie sehen können, hatte ich mit dem Fälschen nichts zu tun. Sie sagen also, die Fälschung hatte schon stattgefunden, als Sie in Ihr Büro kamen? Das ist genau das, was ich sage. Ich verstehe, wie sich Lana gefühlt haben muss, aber eine Leiche zu bewegen und Beweise zu verbergen, das ist unverzeihlich. Ist es das, was wirklich passiert ist? Den Zeugen anzustarren bringt nichts, Wright. Hm. Wenn Sie schon etwas anstarren wollen, dann am besten die Gerichtsakte. Worthy, Worthy, mein geschickter Redner. Aber welches Beweismittel überführt Gant der Fälschung? Lana hat zugegeben, dass sie Beweise gefälscht hatte. Aber das ist bestimmt nicht die ganze Wahrheit. Irgendwie muss ich Gant mit dem Vorfall in Verbindung bringen. Es geht ja im Endeffekt darum, er hatte mit dem Fälschen nichts zu tun, warum wurden dann Beweise bei ihm gefunden? Ich mache noch einen Safe State, weil ihr werdet schon ahnen, Damon Gant ist der Endboss in diesem Fall. Sie behaupten also, sie hätten mit der Fälschung nichts zu tun gehabt. Aber ich befürchte, dass sich ihre Behauptung nicht halten lässt. Erklären Sie sich. Es wurden mehrere Beweismittel in Ihrem Büro gefunden. Nehmen Sie zum Beispiel diese Liste. Es ist die Liste, auf die Emma Sky ihr Bild malte. Sie wurde in Ihrem Schreibtisch gefunden. Nicht nur das. Ein Stück von dieser Vase aus Ihrem Büro wurde in Ihrem Tresor gefunden. Ich glaube, mehrere Antwortmöglichkeiten wären okay gewesen. Wo wurde sie gefunden? Sehen Sie, Polizeichef Gant. Diese Beweismittel, die in Ihrem Büro entdeckt wurden, sind beide eindeutige Beweise dafür, dass sie auch eine Rolle bei diesen illegalen Ermittlungen spielten. Ja, wer war damit drin? Polizeichef Gant, was soll das heißen? Ho, ein Strafverteidiger, der es sogar mit Worthy aufnimmt. Geben Sie also zu, dass Sie mit der Fälschung zu tun hatten? Wer ich? Oder meinen Sie etwa Sie? Ich? Warum sollte ich etwas damit zu tun gehabt haben? Nun, Sie waren der Einzige, der in meinem Büro herumschlich, als Sie die Beweise fanden. Staatsanwälte sind nicht die Einzigen, die Beweise fälschen können, wissen Sie? Strafverteidiger können das auch. Nicht wahr, Raito? Wie auch immer, Inspektor Gumshoe war bei der Ermittlung dabei. Worthy, mein Junge. Nicht einmal Inspektoren sind vom Recht befreit. Seien Sie versichert, Dick wird seine gerechte Strafe erhalten. Was? Wenn Gumshoes Gehalt noch weniger wird, muss er fürs Arbeiten noch zahlen. Ja nun, da der Inspektor anwesend war, sagen Sie bitte zu den Beweismitteln aus, die in Ihrem Büro gefunden wurden, und zu deren Zusammenhang mit der Beweisfälschung am Tatort. Oje, oje. Heutzutage wissen Kinder nicht mehr, wie man 2 und 2 zusammenzählt.
Beweise und Fälschung. Zeugenaussage. Lassen Sie mich sehen. Was war es noch? Ein Stück Vase und eine Liste? Soweit ich weiß, hätten Sie diese Sachen in mein Büro bringen können. Sie können sowieso nicht beweisen, wann diese Beweise gefunden wurden. Wenn sie nach Dachsverurteilung gefunden wurden, dann sind sie wertlos. Es gibt keinen Grund, warum ich bei einer Fälschung hätte mitmachen sollen. Den Tatort zu verändern hätte mir überhaupt nicht geholfen. Herr Wright. Ja, euer Ehren? Bei der Untersuchung des Tatorts hätten Sie sich besser an die Regeln halten sollen. Sie wissen doch, dass ich der Polizeichef bin, oder? Das würde ein Nachspieler haben. Oh. Ich werde wahrscheinlich sogar Anklage erheben, damit Sie daraus lernen. Ich bitte um Entschuldigung, aber können Sie damit bitte bis morgen warten? Heute ist... Nun, wissen Sie. Nun gut, Uchi. Als Gegenleistung aber... Ich weiß, am gleichen Ort, ja. Hä? Sind das Telepathen oder wie? Beweise und Fälschung. Kreuzverhör. Oh, Backe. Wenn Sie Sachen beim Büro bringen können. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese lächerlichen Anschuldigungen lassen würden. Ja, Sie haben recht. Sie hätten nicht den Mut, so etwas zu tun. Was? Neulich, wissen Sie, brach ich bei einer Ranch ein und stürzte. Herr Wright, was erzählen Sie da? Sie können jedenfalls nicht beweisen, dass Sie die Beweise nicht hineinbrachten, oder? Wenn Sie das Gegenteil beweisen können, werden Sie es später brauchen. Später? Wovon reden Sie? Wovon ich rede? Ich rede davon, wenn Ihre Fingerabdrücke gefunden werden. Ja, wenn Sie in meinem Tresor gefunden werden. War Ihre Ermittlung illegal? Ich habe noch nie einen so schleimigen Typen erlebt. Sie können sowieso nicht beweisen, wann diese Beweise gefunden wurden. Kann ich das nicht, ja? Was wollen Sie damit sagen? Alles rein hypothetisch, natürlich. Aber nehmen Sie an, ich hätte die Sachen in meinem Tresor getan. So etwas würde nicht zwingend eine Fälschung bedeuten. Wenn das Verstecken von Beweisen am Tatort nicht Fälschung bedeutet. Ich bin noch nicht fertig, Wright. Es hängt alles davon ab, wann die Beweise gefunden wurden. Wenn sie nach Dachsverurteilung gefunden wurden, dann sind sie wertlos. Hat er recht. Wollen Sie damit sagen, dass dieses Stück der Vase bei der ersten Ermittlung nicht gefunden wurde? Anscheinend nicht. Es stand zumindest nicht auf der Beweisliste. Möglicherweise wurde es am Tag nach Dachsverurteilung gefunden. Oh, wäre das nicht praktisch? Right. Der Polizeichef spricht von einer Möglichkeit. Solange Sie es nicht ausschließen, sind Ihre Bemerkungen, egal wie clever Sie sind, reine Zeitverschwendung. Sagen Sie mir etwas, das ich nicht weiß. Kommen Sie, Herr Wright. Denken Sie drüber nach. Kein Grund, warum ich bei einer Fälschung hätte mitmachen sollen. Wie können Sie mir ins Auge blicken und so etwas sagen? Weil ich unschuldig bin. Erinnern Sie sich? Wer hat Neil ermordet? Ich bin mir nicht sicher, ob mir das Wort Mord hier gefällt. Aber letztendlich ist die für Herr Marshalls bedauerlichen Tod verantwortliche Person Emma Skye. Nun, sehen Sie es jetzt? Da dazu verändern, hätte mir überhaupt nicht geholfen. Wirklich, Polizeichef Gant? Zumindest haben Sie einen sehr großen Vorteil daraus gezogen. Oh, das war mir nicht bewusst. Was ist also dieser Vorteil? Das ist natürlich Ihr Posten. Polizeichef. Oh! Die Lösung des Falls SL9 garantierte Ihre Beförderung zum Polizeichef. Das ist an sich schon ein ausreichendes Motiv. Das war gut. Hä? Glauben Sie wirklich, ich sei so inkompetent? Was wollen Sie damit sagen? Sogar ohne diesen Fall hatte ich die besten Aussichten, der nächste Polizeichef zu werden. Die Lösung des Falls SL9 beschleunigte das Unvermeidbare ein wenig. Stimmt das, Edgeworth? Ja. Er sollte sowieso zum Polizeichef ernannt werden. Ah! Seien Sie vorsichtig, auf wen Sie mit dem Finger zeigen, oder er zeigt bald auf Sie. Das heißt also, dass es nur ein mögliches Motiv für Sie gab, Fälschung zu betreiben. Wenn Sie es nicht für sich taten,
Haben Sie es für jemand anderes getan? Seien Sie nicht albern, Worthy. Sie kennen mich besser. Es gibt nur drei Personen, die mir etwas bedeuten. Ich und nochmal ich. Nun, jetzt wissen Sie es alle. Und wie dürfte ich meine Aussage ein wenig verändern? Aber natürlich tun Sie es. Ich bin kein Komplize, wenn für mich nicht etwas irgendwas dabei rausspringt. Für Sie sprang nichts raus? Entschuldigung, aber die einzige Person, die mir was bedeutet, bin ich. Das Mädchen, Lanas kleine Schwester, richtig? Wenn Sie denken, ich hätte Mitleid mit ihr, irren Sie sich. Sie haben recht. Sie haben kein Mitleid. Hart gegen Verbrechen und hart mit Leuten. So wurde ich erzogen. Bei sich selbst nehmen Sie es wohl nicht so genau. Oh, der war gut, Worthy. Hätte für ihn etwas rausspringen können? Hätte er trotz seiner Selbstsucht jemandem geholfen? Komplize nennen. Es ist wahr, sie würden keinen Menschen um seinetwillen helfen. Aber wenn sie davon profitieren könnten, würden sie vielleicht jemandem helfen. Herr Wright, offensichtlich wollen Sie sagen, dass der Polizeichef ein netter Mann ist, der Leuten hilft. Das meinte ich eigentlich nicht. Nun gut, ich frage Sie, wem würde Polizeichef Gant Ihrer Meinung nach beim Fälschen von Beweisen helfen? Lana Sky natürlich. Generalstaatsanwältin Lana Sky, die Angeklagte. Ich denke, in Anbetracht der Tatsache ist das ziemlich offensichtlich. Emma Sky wurde Opfer einer Reihe unglücklicher Zufälle. Wer außer ihrer Schwester Lana hätte ihr helfen wollen? Und Polizeichef Gant? Hätte auch einen Grund gehabt, Lana zu helfen, wenn sie ihn darum bat. Der Grund ist natürlich Eigengewinn. Eigengewinn? Was meinen Sie damit? Nachdem der Fall SL9 gelöst war, wurde Lana Sky Generalstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft. Die Person, die diesen Stellenwechsel arrangierte, waren Sie, Polizeichef Gant. Aber wie würde er von all dem profitieren? Er hätte die Generalstaatsanwältin wie eine Puppe in der Hand. Dadurch hätte er uneingeschränkte Befugnis bei allen Ermittlungen. Wollen Sie mit sagen, dass der Polizeichef trotz seiner eindrucksvollen Erscheinung mit Puppen spielt? Oh Mann. Oh, warten Sie! Sie meinen wohl Puppe im Sinn von über jemanden bestimmen, schon gut. Geben Sie es zu, Polizeichef. Sie halfen Lana Sky dabei, Beweise zu fälschen. Ich werde gerade angerufen. Wer ist das denn? Ich unterbreche kurz. Einen Augenblick, bitte. Mein lieber Schwan, da muss ich aber ganz schön was rausschneiden. Okay, es geht weiter. Ihr Motiv, Lanas Ernennung zur Generalstaatsanwältin, sodass sie kontrollieren konnten. Righto, mein Junge. Sie haben eine blühende Fantasie. Ich möchte Sie gerne was fragen. Was? Können Sie das beweisen, dass ich Lana kontrollierte? Sagt Lana beispielsweise, ich hätte so etwas getan? Lana, sie sagt nichts, um Emma zu beschützen. Sie würde niemals gegen Gant aussagen. Ich befürchte, ohne Beweise sind das alles nur Mutmaßungen. Außer, es war auch in diesem Vorfall so. Dieser Vorfall? Welchen meinen Sie? Ich meine natürlich den Mord an Inspektor Bruce Goodman. Die Generalstaatsanwältin hat sich während des ganzen Prozesses seltsam verhalten. Fast als ob sie jemand kontrolliert hätte. Worthy, passen Sie lieber auf, was Sie sagen. Ich möchte nicht, dass Ihnen etwas zustößt. Was soll das bedeuten? Ich werde schon wieder angerufen. Tut mir leid, ich muss so viel rausschneiden später. Excusez-moi. Also, das könnte vielleicht noch, wenn das so weitergeht, könnte das noch bis zu 4 Mal heute gehen, weil ich habe heute 6 Bewerbungen rausgeschickt für einen Ausbildungsplatz. Und ja, das, wenn das so weitergeht, dann geht das jetzt die ganze Zeit durch. Aber wir wollen jetzt erstmal weiter den Fall ermitteln. Entschuldigung. Was soll das bedeuten?
Es bedeutet, Euer Ehren, dass Polizeichef Gant in den Mord an Inspektor Goodman verwickelt ist. Nicht nur das. Der Polizeichef hängt Lana den Mord an, um seine eigene Beteiligung zu vertuschen. Was? Was soll er wirklich getan haben? Ruhe! Ich sagte, Ruhe! Herr White, Sie meinen das nicht ernst. Hä? Das ist eine Beleidigung des ranghöchsten Beamten der hiesigen Polizeibehörde. Der Polizeichef der Ermittlung, der Erpressung und des Mordes zu beschuldigen? Es ist unmöglich. Es ist absolut unmöglich. Euer Ehren, ich habe nur wiederholt, was Herr Edgeworth sagte, in einfacheren Worten. Zu spät, Herr Wright. Hm? Für uns gibt es jetzt kein Zurück mehr. Man könnte meinen, er hätte entschieden, der Sache auf den Grund zu gehen. Können Sie es beweisen, Herr Wright? Dass der Polizeichef ein ranghoher Polizeibeamter in den Mord verwickelt ist? Gute Frage. Trotz seines Rangs oder Titels ist Polizeichef Gant auch nur ein Mensch. Die Frage ist nur, ist er ein Verbrecher? Ich denke, das zeigen uns die Beweise. Ich verstehe. Also nun gut. Zeigen Sie den Beweis, dass der Polizeichef Gant mit dem Mord an Goodman verbindet. Denken Sie daran. Er sollte besser gut sein. Er sollte besser gut sein. Es ist überhaupt kein Druck oder sowas. Mein Beweis ist das Ausweisverzeichnis, denn wir haben hier die 7x7 und wir sind uns ziemlich sicher, dass das Damon Gants Ausweisnummer ist. Das ist das Ausweisverzeichnis. Ja, daran steht, wer am Mordtag den Beweisraum betrat. Es gab gestern eine Nummer, die wir niemandem zuordnen konnten. 7x7. Tut mir leid, aber Sie können nicht beweisen, dass es meine Nummer ist. Es ist Ihre Nummer. Was? Woher wollen Sie das wissen? Der Tresor in Polizeichef Gants Büro lässt sich nur mit einer Kombination öffnen. Einer siebenstelligen Kombination. Sieben Zahlen! Sie meinen doch nicht! Ich befürchte schon, Euer Ehren. Die Kombination ist 7x7. Die gleiche wie die übrige Ausweisnummer im Verzeichnis. Polizeichef Gant, Sie haben den Beweisraum am Tag des Mordes betreten. Er hat ihn wirklich betreten. Ruhe! Polizeichef Gant, was wollen Sie darauf antworten? Nichts. Die Durchsuchung meines Büros bedeutet eine Verletzung der Regeln. Und ich verlange, dass Herr Wright aufs Höchste bestraft wird. Aber im jetzigen Augenblick verlangt das Gericht eine Erklärung von Ihnen zum Einsatz dieses Ausweises. Polizeichef Gant, Sie geben es also zu? Sie betraten den Beweisraum am Tag des Verbrechens? Na und? Ich bin der Polizeichef, ob Beweisraum oder Toilette. Welchen Unterschied macht es? Ich kann überall hingehen, wo ich möchte. Sagen Sie mir, als Sie den Raum betraten, waren Sie da allein? Ich gehe immer allein zur Toilette, so ist es auch mit dem Beweisraum. Inspektor Goodman hat Sie an jenem Tag nicht zufällig begleitet, oder? Natürlich nicht, warum sollte er? Ich hatte ihn tagelang nicht gesehen. Sie hatten ihn tagelang nicht gesehen, Polizeichef Gant. Ich befürchte, Sie haben sich gerade selbst verraten. An jenem Tag müssen Sie sich mit Goodman getroffen haben. Was wollen Sie damit sagen? Dieser Prozess soll Lanas Geist Schuld beweisen. Das stimmt nicht, Euer Ehren. Dieser Prozess soll die Wahrheit ans Licht bringen. Wenn der Polizeichef an jenem Tag das Opfer traf, dann müssen wir eines herausfinden. Was geschah während des Treffens? In diesem Fall, Herr Wright, muss ich Sie um Beweise bitten. Beweisen Sie uns, dass das Opfer sich am Tag des Mordes mit Polizeichef Gant traf. Oh je, welcher ist der Beweis dafür, dass die Tür offen stand? Nehme ich das Video oder nehme ich... Oder nehme ich den... Die Verlustmeldung? Ah! Zur Vorlage beim Polizeichef, natürlich. Inspektor Goodman hat seine Ausweiskarte am Tag des Verbrechens verloren.
Oder genauer gesagt, Jake Marshall hatte sie geklaut. Also füllte er einen Verlustbericht aus. Er hätte diesen Bericht dem Polizeichef vorlegen müssen. Dennoch sind sie im Besitz des Berichts. Das heißt also, sie wissen nicht sicher, ob er ihn vorlegte. Er legte ihn vor. Sie fragen sich wohl, woher ich das weiß. Weil er den Beweisraum an jenem Tag betreten musste. Er musste es? Ja, um die Beweise zu überführen. Oh. Sie, Polizeichef Gant, händigten Inspektor Goodman das Formular aus. Dann begleiteten sie den Inspektor in den Beweisraum. Ich begleitete ihn, hm? Nur so konnten Goodman und sein Mörder den Raum betreten haben. Goodman und sein Mörder. Lassen Sie mich raten, was Sie als nächstes sagen werden. Ich, der Polizeichef, ermordete den armen Goodman. Genau. Aber Moment mal. Der Polizeichef hätte ihn nicht zwingend zum Beweisraum begleiten müssen. Er hätte ihn einfach seine Ausweiskarte leihen können. Ja. Jetzt, da Sie es erwähnen, habe ich, glaube ich, so etwas getan. Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Dem Verzeichnis nach wurde Ihre Karte nur einmal benutzt. Aber Sie zeigten uns Ihre Ausweiskarte vorhin schon. Wenn Sie sie Inspektor Goodman wirklich geliehen hätten, wäre sie bei der Leiche gefunden worden. Nein! Polizeichef Gant, Sie haben doch nicht... Oh mein Gott, ist das ausgeschlagen. Entschuldigung. Der Mord wurde wahrscheinlich Hals über Kopf verübt. Keiner, der klar denken kann, würde einen Mord im Polizeirevier begehen. Nach dem Mord kontaktierten sie Lana Sky in der Staatsanwaltschaft. Warum? Um Inspektor Goodmans Leiche zu beseitigen. Aber die Leiche des Opfers wurde in der Tiefgarage der Staatsanwaltschaft gefunden. Wie hat er sie dorthin gebracht? Ich war den ganzen Tag im Polizeirevier, wissen Sie. Und alle wussten, dass Lana nach der Zeremonie in der Staatsanwaltschaft blieb. Alle außer mir, so scheint es. Aber Sie sind der Polizeichef. Das ganze Polizeirevier steht Ihnen zur Verfügung. Oh, Sie denken, ich sagte einfach einem Wachtmeister, dass er es tun sollte. Hey, Sie bringen die Leiche zur Staatsanwaltschaft rüber? Ich glaube nicht. Polizeichef Gant, Sie hinterließen alle Beweise, die wir brauchen, um zu beweisen, wie Sie die Leiche zur Staatsanwaltschaft brachten. Und die ganze Zeit dachte ich, es sei ein unnötiger Hinweis, der Platz braucht. Wie hat der Polizeichef die Leiche transportiert? Herr Wright, zeigen Sie uns den Beweis. Um die Leiche des Opfers zu transportieren, benutzte Polizeichef Gant das hier.